Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr konntet es schon am Titel erkennen, heute gibt es wieder mal eine Latest Pickups-Folge, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur die Fortführung vom letzten LPU. Ich habe ja in der Sommer-Latest Pickups-Folge gesagt, dass ich noch auf zwei Pakete warte. Einmal auf meine Systemic-Sachen und auf meine Transvision-Sachen. Und die beiden Pakete sind angekommen. Dementsprechend kommt jetzt die Fortführung. Ich habe jetzt auch noch das ein oder andere Piece dazu bekommen. Und dementsprechend würde ich sagen, warten wir nicht lang rum und fangen direkt an. Natürlich noch wie immer vor allen Latest Pickups-Videos. Ich habe nicht alle von den Pieces bezahlt. Ich habe viel davon zugeschickt bekommen. Anders könnte ich mir das Ganze auch nicht leisten. Also das wäre auf jeden Fall viel zu viel. Nur damit ihr Bescheid wisst, ein paar von den Sachen habe ich natürlich zugeschickt bekommen, aber ich würde sie auch so tragen. Das heißt, denkt nicht, dass ich euch irgendwas zeige, nur weil ich das for free bekommen habe. Wir starten direkt mit einem Banger-Piece ins Video rein. Und zwar hier das Jersey von Systemic. Das ist eins von zwei Oberteilen, das ich mir aus der neuen Systemic-Kollektion bestellt hatte. Und es ist wirklich super krass. Also ich bin lange nicht mehr so zufrieden mit einem Oberteil gewesen, wie ich es hiermit bin. Das ist wirklich super nice, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Auch der Fit ist stark. Es fittet natürlich ein bisschen oversized. Heißt, aber auch nicht zu sehr. Also es ist wirklich angenehm zu tragen und auch das Design gefällt mir. Ansonsten hätte ich mir natürlich nicht bestellt. Mit den verschiedenen Artworks aus den verschiedenen Kollektionen drauf. Dann hinten nochmal die 777 und auch die Farbgebung ist sehr nice. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, weil auf Kamera sieht das Trikot sehr oft sehr blau aus. Eigentlich ist es nämlich eher so ein lila Blauton. Ich glaube, also bei mir auf der Kamera wird es gerade auch eher blau angezeigt, aber das ist eigentlich eher so lila blau. Das muss man dann echt sehen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe und dementsprechend bin ich wirklich sehr zufrieden hiermit. By the way, falls gefragt wird, ich trage hier eine Size M drin. Ich bin 1,74 groß. Ich glaube, S wird mir wahrscheinlich auch noch passen. Ich finde aber den Fit hiervon ein bisschen besser, weil man das dann vor allen Dingen mit so Baggy Jorts extrem gut tragen kann. Ja. Und so viel zum ersten Piece. Um direkt bei den Systemic-Sachen zu bleiben, machen wir direkt mit hier diesem Longsleeve weiter. Auf den ersten Blick ist es natürlich extrem auffällig. Also dieser Grünton ist wirklich super stark. Der fällt immer auf, egal wo man damit ist. Das sticht direkt ins Auge. Das ist wirklich crazy. Und dann oben drauf nochmal der gelbe Print. Das ist fast schon Overload. Muss ich ehrlich zugeben, als ich das zum ersten Mal aufgedacht habe, habe ich wirklich gedacht, dass ich das zurückschicken werde, weil es halt echt geisteskrank auffällig ist und man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen, das zu tragen, weil neben den auffälligen Farben hat es auch nochmal einen ganz eigenen Schnitt, würde ich sagen. Ich blende es euch hier mal ein, ich habe damit schon Fits gemacht. Es fittet auf jeden Fall sehr nice, ich bin sehr zufrieden mit dem Fit, trotzdem auf jeden Fall ein sehr gewöhnungsbedürftiges Piece. Was auch sehr nice ist, ist dieser Stoff, also das ist aus so einem Waffelstoff gemacht, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Sehr, sehr angenehm zu tragen, sieht auch sehr cool aus und ist halt kein klassisches Basic Longsleeve, sage ich mal. Dementsprechend sehr nice. Hier trage ich auch eine Size M drin. Und Longsleeves sind ja generell so ein Ding dieses Sommer. Also ich finde Longsleeves diesen Sommer extrem. Das wird auch nicht das letzte in diesem Video gewesen sein. So viel zu dem Systemic Longsleeve. Wirklich sehr, sehr nice Piece. Ich habe mir eigentlich noch eine Jeans bei Systemic bestellt. Die haben aber leider Lieferverzögerung. Die Jeans kommt wahrscheinlich erst nächste Woche an. Ich werde die dann natürlich auch hier auf dem Kanal irgendwie mal vorstellen. Aber damit ihr das nicht verfasst, checkt gerne mein Instagram und mein TikTok aus, weil dort poste ich alles als erstes, wenn ich irgendwas neu bekomme und generell, was bei mir im Leben so abgeht. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann checkt das gerne in der Videobeschreibung aus. Weiter machen wir mit dem ersten von zwei Vintage Pickups aus diesem Video. Und zwar habe ich von Rarehouse Vintage hier dieses Vintage Colo Colo Trikot zugeschickt bekommen. Für alle, die Rarehouse Vintage noch nicht kennen, das ist so ein Vintage Online Store, von denen habe ich schon ganz viele Sachen. Und die haben mir unter anderem auch hier dieses Trikot geschenkt. Ich finde es wirklich extrem nice. Ich muss tatsächlich sagen, dass der Fit leider nicht perfekt ist. Also es ist ja klar, am Ende des Tages ist es einfach ein ganz normales Trikot. Und das merkt man auch, die Ärmel sind zwar perfekt lang, es ist aber auch leider unten viel zu lang. Das heißt, das muss ich immer gecroppt tragen. Ich habe es dann irgendwie entweder umgeklappt oder im Notfall sogar in die Hose reingesteckt. Dann geht es aber wirklich klar. Also in dieser weißen Optik super nice. Dann halt mit dem Colo Colo Wappen und mit der chilenischen Flagge auf der Brust. Und der Rest von Trikots auch sehr, sehr cool designt worden. Also wirklich ein super Pickup. Passt perfekt in den Sommer, vor allen Dingen in diese Blowcore-Ästhetik. Da bin ich echt froh, dass ich das hier bekommen dürfte. Ich wollte mir nämlich sowieso ein Vintage-Trikot holen. Wusste aber nicht so ganz was für eins. Es gibt ja die klassischen Brasilien-Trikots, Inter Mailand, AC Mailand. Aber irgendwie war das Ganze alles nichts für mich. Und dann jetzt hier von so einer außergewöhnlichen Mannschaft was zu bekommen, also die man vielleicht nicht alle Tage auf der Straße sieht, das hat mich schon sehr, sehr gefreut. Dann machen wir weiter mit meinen Pickups von Transvision. Alle, die den Kanal hier schon was länger verfolgen, wissen, dass ich ja bei dem Shooting selber dabei war und auf Looks hochgeladen habe. Die sind immer noch extrem nice. Die habe ich mir gestern Abend nochmal alle durchgeschaut, weil die echt sehr stark geworden sind und weil es einfach eine schöne Erinnerung ist. Und genau aus der Kollektion, die wir in Kambodscha geshootet haben, habe ich jetzt auch endlich die Pieces bekommen. Ich hatte da echt Pech, mein Paket wurde gefühlt als letztes rausgeschickt. Ich habe bei der Kollektion nämlich auch noch für andere Leute bestellt und wirklich alle Pakete sind direkt an den ersten zwei Tagen losgeschickt worden. Außer meins. Meins wurde gefühlt wirklich in der letzten Woche erst losgeschickt. Und dementsprechend konnte ich ein bisschen länger auf meine Sachen warten. Ist ja aber auch nicht so schlimm, denn jetzt sind die Sachen endlich da. Und ich sag's euch, das ist in meinen Augen bisher die beste Transvision-Kollektion gewesen. Ich durfte mir auch super viele Sachen aussuchen. Deshalb nochmal liebe Grüße an Alex dazu. Danke, dass ich die ganzen Sachen bekommen dürfte. Angefangen mit meinem absoluten Favorite-Piece aus der kompletten Kollektion. Ich habe eben schon gesagt, dass das Systemic Longsleeve nicht das einzige ist, was ich bekommen habe. Denn hier dieses Transvision Longsleeve ist
einfach nur crazy. Erstmal mit dieser weiß-grauen Optik, also dass die Ärmel grau sind und der Rest weiß ist, das gefällt mir super gut. Der Fit vom Longsleeve ist sowieso sehr stark. Ich trage in allen Transvision Sachen eine Size S auf 1,74, kann ich jetzt schon mal sagen. Und dann halt vorne drauf, passend zum Namen der Kollektion, Afterlife, der Print, so ein ganz klassischer Transvision-Print in so einer Used-Optik. Extrem starkes Piece, auch nicht überauffällig. Das heißt, das kann man sowohl als Highlight-Piece als auch einfach als simples Filler-Piece in einem Outfit tragen. Und das ist halt einfach wirklich perfekt. Als nächstes habe ich mir den braunen Hoodie aus der Kollektion ausgesucht. Auch ein super starkes Piece, was für mich halt vor allen Dingen durch diese Sun-Faded Details auffällt. Der Stoff von dem Hoodie sieht wirklich super schön aus. Und was halt auch nice ist, ist vorne der Print bzw. der Stick. Ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Die Patches vorne drauf von dem TRV-Schriftzug auch sehr, sehr cool geworden. Und was bei dem Hoodie auch unfassbar hart ist, ist der Fit. Also schaut es euch an, wirklich sehr krass gecroppt. Aber das ist halt auch genau der Fit, den ich bei dem Hoodie wollte. Ich bin super zufrieden damit. Wirklich ein hammerhartes Piece und ich freue mich extrem, den vor allen Dingen im Herbst zu tragen. Jetzt im Sommer wird es, wie gesagt, ein bisschen zu warm. Der ist auch echt nicht dünn, aber Richtung Herbst oder Richtung Spätsommer wird er auf jeden Fall totgerockt. Genau dasselbe gilt für hier diese Cargo. Die war auch in der Kollektion drin und ist an sich eigentlich eine ganz normale Cargo, bis auf einen Punkt. Man kann die nämlich, hier, ihr seht es, an den Zippern zu einer Cargo Shorts machen. Und das ist natürlich vor allen Dingen im Sommer extrem praktisch. Das heißt, man kann die sowohl jetzt im Sommer noch rocken, als auch, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, Herbst, Winter. Da kann man die auf jeden Fall auch noch tragen. Und dahingehend ist es wirklich die perfekte Cargo. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, es ist halt einfach eine ganz normale Cargo. Die Taschen sind sehr gut geplaced. Der Fit ist sehr stark. Der Stoff hat eine echt gute Qualität. Das ist ja bei den Transvision Cargos eigentlich immer so. Die sind immer schön dick. Dann hier oben der integrierte Belt, was ja auch bei jeder Transvision Cargo dabei ist. Auch ein super Detail. Die Mini-Airport-Tasche und die restlichen Cargo-Taschen, die ja aber ganz typisch für eine Cargo sind. Ansonsten wäre es ja keine Cargo-Hose. Jetzt kommen wir aber nochmal zu drei Pieces, die in der Kollektion nach dem Longsleeve meine absoluten Highlight-Pieces waren. Und zwar erstens hier dieses weiße Graphic-Tee. Ich weiß nicht warum, aber dieser Print hat es mir super angetan. Ich finde diese Kombo aus weiß, dann so ein bisschen schwarz und gelb-orange extrem stark gelungen. Hier auch wieder eine Size S. Der Fit ist wie bei allen anderen Transvision-T-Shirts eigentlich auch. Perfekt jetzt vor allen Dingen für die Sommerurlaube. Super Piece. Dann habe ich hier zwei Jorts, zwei Jeans-Shorts liegen. Beide aus der Transvision-Kollektion. Es gab ja zwei Colorways in nochmal zwei Versionen. Einmal mit Patch und einmal ohne Patch. Ich habe mir von dem schwarzen Colorway die Version ohne Patch geholt und von der blauen Version die Version mit Patch. So sieht das Ganze aus. Die schwarze Version ist so ein bisschen schwarz-grau verwaschen. Und hier, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, ohne Patch hat er simpel gehalten. Ich fand irgendwie, dass es bei der dunklen Version ein bisschen cooler kommt. Hinten dann aber trotzdem relativ auffällig. Die Taschen sind so in einer distressten Optik. Und die hat sowohl vorne als auch hinten so ein paar Zier-Details, sage ich mal. Vorne so drei Ziernähte. Und hinten wurden dann die Stoffpieces nochmal zusammengenäht bzw. zusammengeknüpft, was auch einen extrem nicen Look gibt. Und dann haben wir hier halt einmal die helle Version mit Patch. Das ist halt so eine Blue-Sandwashed-mäßige Version, würde ich sagen. Der einzige Unterschied zu der schwarzen ist halt einmal die Farbe, logischerweise. Und wie gesagt, das Patch. Hier fand ich es irgendwie mit Patch ein bisschen cooler. Was auch noch bei beiden Hosen am Start ist, ist hinten hier dieses Distressed Transvision Logo und als kleines Add-on, was glaube ich bei jeder Jeans aus der Kollektion dabei war, hier diese Karabiner, die waren bei allen Jeanshosen dabei. Sehr cool, damit kann man diesen Style hier rocken. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, dass gefühlt jeder sich in letzter Zeit irgendwie seinen Schlüssel, eine Lego-Figur und irgendwelche Anhänger an die Hose hängt. Genau dafür sind die Karabiner halt wirklich perfekt. Sehr cooles Teil. Das waren alle Pieces, die ich aus der Transvision-Kollektion genommen habe. Eigentlich war es ja schon fast die komplette Kollektion. Ich habe logischerweise keine Crop-Tops genommen, weil die mir einfach nicht stehen würden und weil ich mich da nicht wohl drin fühlen würde. Ich habe mich auch gegen den gelben Hoodie entschieden, weil der mir nicht stehen würde. Ich finde die Farbe super krass und der Fit ist ja genauso wie beim Braun. Das heißt eine 10 von 10, aber die Farbe würde mir halt einfach nicht stehen. Und in den Tanktops habe ich mich auch nicht gesehen. Irgendwie finde ich, dass ich nicht die Statur dafür habe. Plus, ich fühle mich da auch nicht so wohl drin. Deshalb genau dasselbe auch bei der Jeans. Deshalb alles nichts für mich, aber trotzdem 10 von 10 Pieces. Ich finde die Kollektion war wirklich eine 10 von 10. Bin natürlich auch ein bisschen biased, weil ich ja selber beim Shooting dabei war. Aber die Sachen sind wirklich hart geworden. Weiter machen wir dann mit einem Stussy-T-Shirt, was ich mir bestellt habe. Ich wollte mir schon seit längerer Zeit wieder so ein Stussy-T-Shirt holen für den Urlaub und auch generell für den Sommer, weil ich es einfach nice finde. Vor allem diese Artworks gefallen mir eigentlich immer sehr gut. Hatte dann aber immer entweder Pech, weil sie mir nicht gefallen haben oder schon sold out waren. Und habe dann über einen Zufall im E-Mail-Newsletter gesehen, dass gerade neue Stussy-T-Shirts gedroppt sind. Und habe es dann geschafft, hier dieses Stussy-T-Shirt zu bestellen. Da ist so ein Artwork von einem Früchtebaum drauf. Dann steht da Stussy und A California Product Since 1980 drauf. Es erinnert so ein bisschen an eine Limonadenwerbung, würde ich sagen. Hat aber einen extrem nicen Vibe und passt auf jeden Fall safe gut in den Sommer rein. Ansonsten ist es wirklich kein auffälliges T-Shirt. Also hinten ist auch kein Backprint drauf oder sowas. Und der Fit ist auch nicht spektakulär. Das ist ja echt immer so bei Stussy T-Shirts. Ich finde, am Anfang finden die so ein bisschen wack, aber wenn die dann ein, zwei, dreimal gewaschen werden, dann sieht der Fit echt nice aus. Halt ein bisschen slimmer, ein bisschen mehr regular, aber eine gute Abwechslung im Vergleich zu allen anderen T-Shirts, die eher ein bisschen oversized fitten. Habe ich mir geholt, bin sehr
zufrieden damit. Ich hatte das jetzt auch schon zweimal an, glaube ich, seitdem ich es habe. Es ist letzte Woche erst angekommen. Echt sehr cool. Hier das süße T-Shirt. Und ein Piece, was ich auch eigentlich nur durch Glück bekommen habe, ist hier diese Vintage Cargo Shorts. Hier ist auf den ersten Blick zugegebenermaßen echt heavy. Also das war ursprünglich mal einfach so eine beige Cargo Shorts mit einem nicen Fit, die aber anscheinend komplett mit Farbe überkippt wurde. Also sie sind überall rundrum Farbklecksen. Und das gibt dann so eine ganz eigene Optik. Ich finde die aber extrem nice. Natürlich super schwer zu stylen. Vor allem jetzt im Sommer zieht man sich ja generell ein bisschen auffälliger an. Und ich glaube, dann kann man hiermit echt was reißen. Der Preis war auch ganz okay. Ich glaube, ich habe dafür 30 Euro bezahlt. Und an der Stelle auch nochmal persönliche Grüße an meinen Bro Hans. Weil der war eigentlich derjenige, der die im Vintage-Laden gefunden hat. Ich habe die gar nicht gesehen. Aber ich war dann die Person, die die mitgenommen hat, weil ich die zu stark fand. Dann kommen wir zum Schluss nochmal zu Sachen von Sacralite. Jan hat mir aus seiner neuen Kollektion ein paar Sachen zugeschickt. Und ich sag's euch, die Sachen sind nice. Aber vor allen Dingen, der Fit ist crazy. Jan hat mir insgesamt 4 Oberteile geschickt. Das krasseste zeige ich euch am Schluss. Angefangen mit hier diesem T-Shirt. Da ist ein Artwork drauf und dann steht nochmal ein Puffprint Freedom Over 4 drauf. Das ist auch der Name von der Kollektion, die jetzt, glaube ich, sogar am Sonntag rauskommt. Das Artwork auf jeden Fall sehr nice gelungen. Vor allen Dingen auch mit den Vögeln, die sich, glaube ich, durch die komplette Kollektion durchziehen. Sehr, sehr nice geworden. Aber wie gesagt, ich finde, bei den Pieces ist vor allen Dingen der Fit echt stark geworden. Perfekt oversized, aber auch perfekt cropped. Echt sehr, sehr cool geworden. Ich trage hier in das Size S auf 1,74 und die Sachen passen nochmal wirklich perfekt. Sehr, sehr nice T-Shirt, vor allem für den Sommer, glaube ich, kommt das extrem nice. Als zweites haben wir einmal hier dieses beige T-Shirt, was im Vergleich zum anderen auf jeden Fall eher unauffällig ist. Wie gesagt, in beige und dann mit diesen Anthrazit-Akzenten. Und auf der Brust steht einmal Sacralite, also der Name von der Brand, in so einem minimalen Puffprint. Und das C ist nochmal in blau hervorgehoben. Eher ein simpleres Piece, aber trotzdem sehr nice. Wie gesagt, ich brauche es nicht nochmal sagen, der Fit ist wirklich crazy. Und dadurch, dass halt wirklich nur klein Sacralite vorne drauf steht, ist es auch eher unauffällig. Das heißt, wenn man Lust auf eher so ein unauffälliges Outfit hat, kann man das hier auf jeden Fall rocken. Und genau dasselbe kommt in der Kollektion auch nochmal als Longsleeve raus. Das ist quasi wirklich einfach dasselbe T-Shirt mit dem einzigen Unterschied, dass am T-Shirt-Ärmel quasi nochmal so ein langer Ärmel dran genäht wurde. Das sieht dann so aus, als ob man unter dem T-Shirt nochmal ein Longsleeve anhätte. Ich glaube, man kennt diesen Look. Ansonsten hat, wie gesagt, wirklich einfach dasselbe Piece. Auch vorne nochmal mit dem Puffprint drauf. Sehr, sehr nice. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde das T-Shirt, glaube ich, cooler. Das hier ist dann die Sommerabendversion. Auch auf jeden Fall sehr hart. Jetzt kommen wir mal zu dem Piece, was ich mit Abstand am besten finde aus der Kollektion. Also wirklich aus der kompletten Kollektion. Ich habe mir eben im Stream auch schon die Kollektionsvorstellung angeschaut. Und da ist kein Piece dabei, wo ich sagen würde, dass es das übertrifft. Und zwar haben wir hier dieses Frotté Polo-Hemd. Ich weiß nicht, ob man das auf der Cam sieht, aber da ist auf jeden Fall auch schon der ein oder andere Fleck drauf, weil ich das schon getragen habe. Das ist, wie gesagt, auch so ein Frotté-Stoff. Also für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, das ist wie so ein ganz weicher Handtuchstoff, würde ich sagen. Auf der Brust steht dann einmal Sacralite in so einem Stick drauf und das C ist auch wieder hervorgehoben. Und an den Schultern und um die Ärmel rum ist es halt nochmal mit blauen Details versehen, damit es nicht komplett weiß ist. Von innen ist es allerdings nicht aus Frotté, das ist einfach so ein ganz normaler Stoff von innen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr angenehm zu tragen. Und was man auch sagen muss, es fittet zum Glück nicht wie so ein ganz normales Polo. Das heißt, es ist schon eher oversized geschnitten mit etwas breiteren Schultern. Trotzdem gut gecroppt, genauso wie die T-Shirts auch. Und das Gesamtpaket ist für mich wirklich das beste Piece aus der Kollektion. An der Stelle natürlich nochmal vielen lieben Dank an Jan, dass er mir die Sachen schon vorab zugesendet hat. Checkt Jan auf jeden Fall aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Links natürlich in der Videobeschreibung. Und als abschließendes Piece habe ich nochmal einen kleinen Brecher für euch. Und zwar hat mir BHP Dao von seiner Brand Affected hier dieses Jersey zugeschickt. Extrem auffällig, muss man sagen. Auf jeden Fall eine gewöhnungsbedürftige Farbe. Ich finde, es ist aber super nice, dass es auch in dieser Polo-Optik, würde ich sagen. Und auch eigentlich nicht geschnitten wie ein Jersey, sondern eher wie so ein Golf-Shirt, würde ich sagen. Der Fit ist auf jeden Fall extrem cropped. Das heißt, da muss man sich dran gewöhnen. Ich finde, es sieht aber echt gut aus. Und ansonsten ist es halt wirklich einfach in so einem Pink oder Rosa, würde ich eher sagen, mit Affected vorne auf der Brust stehen und dann auf beiden Brustseiten nochmal ein Doppel-F für die Brand. Das ist auch wieder so ein Piece, was man am Strand oder generell im Urlaub totrocken kann. Natürlich sehr auffällig, aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und das war's von allen Pieces. Ich glaube, ihr habt es ein bisschen gemerkt, ich bin ein bisschen durchgerusht, weil echt wieder viele Sachen am Start waren, weil halt wirklich einfach 2 riesige Pakete hier angekommen sind und ich das alles hier ins Video reinpacken wollte. Ich finde aber, dass echt starke Sachen dabei waren. Also vor allen Dingen, wie gesagt, das Longsleeve von Trendvision, super hart. Dann die Vintage Cargo, über die bin ich auch extrem froh, dass ich die bekommen habe, weil ich sowas noch nie wirklich so Vintage gesehen habe. Echt sehr, sehr stark, aber generell alle Sachen aus dem Video gefallen mir natürlich. Ansonsten wären die nicht im Latest Pickups Video drin. Falls ihr das genauso seht, dann lasst dem Video sehr gerne Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, welches Piece fühlt ihr am meisten oder welches Piece fühlt ihr vielleicht auch gar nicht. Kann ja sein, dass euch irgendwas nicht gefällt. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu aktivieren und die Glocke zu aktivieren, weil dann verpasst ihr keine von meinen Videos mehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Haut rein.